Ja, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Als ich das Thema des Antrags gestern gelesen habe, war ich ehrlich gesagt erstaunt. Da finden letzte Woche in mehreren Bundesländern unter Beteiligung mehrerer tausender Polizisten Hausdurchsuchungen bei Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern statt, die in weiten Teilen auch antisemitische Ideologien anhängen. Und mitten unter diesen Personen findet sich eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD. Und Sie von der AfD-Fraktion erlauben es sich, nur eine Woche danach einen Antrag zu importiertem Antisemitismus hier zu stellen. Reden wir doch mal über den Antisemitismus, den hier Sie aus Ihrer Fraktion exportieren. Räumen Sie doch erstmal den eigenen Laden auf, bevor wir hier mit dem Finger auf andere zeigen. Immer dann, wenn es nämlich bei der AfD gerade schlecht läuft, wird dasselbe Schema abgespult. Der ursprünglich von Ihnen aufgesetzte Tagesordnungspunkt wird hektisch durch einen Punkt zum Thema Migration ersetzt. Wieder einmal ist die AfD in negativen Schlagzeilen geraten, diesmal im Zusammenhang mit den bundesweiten Razzien am 7. Dezember. Und nun ziehen Sie schnell diesen Antrag aus der Tasche mit dem sperrigen Titel »Umgehend bundesweite Transparenz bei Straftaten mit dem Tatmittel Messer sowie bei Antisemitismus im Kontext von Zuwanderung herstellen« und hoffen, dass Sie mit Ihrem Leib- und Magenthema beziehungsweise mit dem einzigen Thema, das Sie bearbeiten, hier punkten können beziehungsweise ablenken können. Und wenn man ein bisschen recherchiert, ich sage was zu Ihrem Antrag, wenn man nämlich ein bisschen zu Ihrem Antrag recherchiert, dann sieht man, dass dieser Antrag im Wesentlichen im Jahr 2018 bereits schon mal gestellt wurde von Ihnen. Und was Sie dabei völlig vergessen oder vielleicht auch einfach bewusst ignorieren, ist, dass wesentliche Teile Ihrer Forderungen bereits umgesetzt wurden im Bereich Messerkriminalität. Und zwar auf Drängen zahlreicher Unionsinnenminister in der Innenministerkonferenz. Hören Sie zu, auf Initiative des Landes Baden-Württemberg und des dortigen CDU-Innenministers hat die Ständige Konferenz der Innenminister und Senatoren der Länder auf ihrer 208. Sitzung im Juni 2018 wohlgemerkt sich bereits dafür ausgesprochen, sogenannte Messerangriffe bundeseinheitlich statistisch zu erfassen. In den Ländern werden diese Fälle mittlerweile gesondert erfasst. Und auch im Bund wird das ab 2023 umgesetzt werden. Sie fordern deshalb in Ihrem Antrag wieder einmal Dinge, die längst umgesetzt wurden. Diese Art von Copy-Paste-Parlamentarismus ist des Deutschen Bundestages unwürdig. Und wie seriöse Sicherheitspolitik funktioniert, das können Sie sehen in den Ländern, beispielsweise Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen, Baden-Württemberg, wo tatkräftige Innenminister längst das machen, was Sie hier so innovativ fordern. Aus diesen Ländern nehmen Sie im Übrigen ja auch Ihre Zahlen. In NRW gibt es beispielsweise schon seit 2019 eine detaillierte Aufschlüsselung der Gewaltdelikte mit Messern. Die differenziert sogar, um welche Art von Stichwaffe es sich gehandelt hat. Wieder einmal zeigt sich, Kollege, während die AfD versucht... Kollege Oppelt. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Hess? Ah, nee, das muss jetzt nicht sein. Lassen Sie mich zum Ende kommen, dann können Sie was sagen. Na, dann nicht mehr. Wieder einmal zeigt sich, die AfD versucht, aus der Kriminalität, aus schrecklichen Einzelfällen politisch Kapital zu schlagen, dort, wo die Union handelt und wo wir in Verantwortung sind. Sie reden über die Probleme. Wir unternehmen alles, um diese Probleme zu lösen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit einer detaillierten statistischen Erfassung von Messerkriminalität ist es allerdings nicht getan. Und ja, es gibt einen signifikanten Anstieg der Gewalttaten mit Messern. Und ja, bei einem erheblichen Teil dieser Tatverdächtigen handelt es sich um Nichtdeutsche oder Asylbewerber. Klar ist aber auch, die große Menge der Migranten, die überwiegende Menge, die weit überwiegende Menge dieser Migranten in unserem Land ist rechtstreu. Das fehlt in Ihrem Antrag komplett. Und gerade deshalb ist es aber wichtig, dass wir diese wenigen schlimmen Straftaten streng verfolgen, ahnden und auch die nötigen Konsequenzen ziehen. Wer als Asylbewerber nach Deutschland kommt, eine schwere Straftat bis hin zum Mord oder Totschlag begeht, ob mit einem Messer oder ohne, spielt überhaupt keine Rolle. Der verwirkt hier sein Bleiberecht. Und nach Verbüßung der Haftstrafe müssen wir diese Schwerstkriminellen auch abschieben. Und ich erwarte hier von der Bundesregierung ehrlicherweise, dass sie künftig an der Stelle noch enger mit den Ländern zusammenarbeiten. Ich will jetzt hier auch gar nicht zu tief darauf eingehen, aber es kann nicht sein, dass Hilferufe aus den Ländern, wie beispielsweise aus meinem Heimatbundesland Baden-Württemberg, einfach abgetan und ignoriert werden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, das hören Sie jetzt auch nicht zum ersten Mal hier, aber wenn seit mehr als einem Jahr nach Beginn Ihrer Regierungszeit immer noch kein Sonderbeauftragter für Migration ernannt wurde, dann ist es auch ein falsches Signal.
Am Freitag stellen wir als CDU-CSU-Fraktion einen Antrag zur Stärkung der Bundespolizei. Und ich will an der Stelle noch mal werben, bitte schauen Sie sich unsere guten Vorschläge an. Übernehmen Sie die in Ihren Gesetzentwurf. Die Bundespolizei zu stärken, heißt, etwas zur Problemlösung und zur Sicherheit in diesem Land beizutragen, bedeutet umgekehrt, die Feinde der Demokratie, Hass und Hetze in Deutschland zu bekämpfen. Kommen wir nun zum zweiten Teil des Antrags der AfD. Vielleicht erübrigt sich dann auch Ihre Frage der Bekämpfung von Antisemitismus. Und lassen Sie mich hier eins voranstellen. Ja, selbstverständlich gehört zur Bekämpfung von Antisemitismus die Analyse, welche Teile der Bevölkerung aus unterschiedlichsten Gründen anfälliger für antisemitische Aussagen und Verhaltensweisen sind. Und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, die Kollegin Koos hat schon viele gute Punkte auch genannt, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, ist unsere Aufgabe, ist die Aufgabe der Sicherheitsbehörden, ist die Aufgabe der Politik und der gesamten Gesellschaft. Aber eine Partei wie die AfD, die immer wieder antisemitische Klischees bedient und fortdauernd auch Antisemiten in ihrer Partei und in ihrer Fraktion duldet, ist hier nun wirklich nicht der richtige Ansprechpartner. Und das zeigt auch ihr liederlicher Antrag. Wir, und da schließe ich alle Fraktionen mit ein, brauchen von der AfD-Fraktion ganz bestimmt keinen Nachhilfeunterricht, wenn es um die Ächtung und Bekämpfung von Antisemitismus in diesem Land geht. Und viele von Ihnen hier im Haus kennen sicherlich die gemeinsame Erklärung der jüdischen Verbände und Organisationen, in denen die Motivation und das Gedankengut der AfD hinsichtlich des jüdischen Lebens in Deutschland dargestellt sind. Die Überschriften, ich will es einfach mal bei den Überschriften belassen, weil die schon sehr aussagekräftig sind. Die Überschriften sind, ich zitiere, die AfD keine Alternative für Juden. Nein, die AfD ist keine Partei für Juden. Nein, die AfD ist keine Partei für Demokraten. Nein, die AfD ist eine Gefahr für jüdisches Leben in Deutschland. Nein, die AfD ist eine rassistische und antisemitische Partei. Und weiter heißt es in dem Aufruf, ich zitiere unter anderem, ich kann Ihnen den gerne geben, wenn Sie ihn nicht gelesen haben, die AfD sät Hass und spaltet die Gesellschaft. Sie hetzt gegen Menschen und greift unsere Demokratie tagtäglich an. Die AfD radikalisiert sich zunehmend und schreckt nicht davor zurück, Geschichte umzuschreiben. Die Partei ist ein Fall für den Verfassungsschutz und keinesfalls eine Partei für Juden in Deutschland. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Und lassen Sie noch einmal auf die erst kürzlich stattgefundene vereinbarte Debatte hier im Plenum am 9. November 2022 mit dem Titel Antisemitismus bekämpfen, erinnern heißt handeln, hinweisen. Es waren beeindruckende und zugleich beklemmende Beiträge, die uns zusammengefasst eines wieder mit auf den Weg geben. Nie wieder. Vor dem Hintergrund der Shoah und der Ermordung von über 6 Millionen Jüdinnen und Juden im Dritten Reich tragen wir in Deutschland eine ganz besondere Verantwortung dafür, Antisemitismus zu bekämpfen und jüdisches Leben in unserem Land zu gewährleisten, zu fördern und zu schützen. Dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Herrn Dr. Felix Klein, sind wir für seine Arbeit sehr dankbar. Und wir begrüßen als CDU-CSU-Bundestagsfraktion die im vergangenen Monat vorgelegte nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben ganz ausdrücklich. Sie baut auf dem auf, was vorangegangene Bundesregierungen und Fraktionen in diesem Haus auf den Weg gebracht haben. Und ausdrücklich möchte ich auch der Zivilgesellschaft, den Sicherheitskräften danken, die das jüdische Leben in Deutschland ermöglichen. Den Antrag der AfD brauchen wir aus den genannten Gründen nicht. Er ist überflüssig, deplatziert und deshalb abzulehnen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.